Dann gucken wir in die andere Richtung. Ne? Ich meine, hier gibt es ja genug Wege. So ist das ja mal nicht. Moment, ich könnte mich noch heilen. Jäger Midé. Das ist cool. Das gefällt mir. Auch wenn Wasser dafür gebraucht wird. Was ich auch nicht uninteressant finde. Man kann sich heilen, aber man braucht Wasser. Also man kann sich also nicht vollkommen unbeschwert... Wo ist denn hier schon wieder Feuer? Ach da. Vollkommen unbeschwert rumrennen. Das hier sieht auch so nebelig aus. Okay, von hier sind wir aber gekommen. Mit speichern wir erstmal unseren gelernten Heilzauber. Zack. So. Konnte man da nach da weiter? Ja, konnten wir auch nach da weiter. Dann tun wir das mal. Er lädt es gerade nach. Okay. Aber nur kurz. Hier wird es wieder düster. Lumetial. Alter, was war denn das? Okay. Feuer. Ah ja. Naja, ich meine, solange mich das nicht trifft. Hier ist es ja anscheinend über meinem Kopf. Ich werde nur, wenn ich jetzt hier weitergehe, ein bisschen aufpassen müssen. Aber ich bin am Link. Es geht ja an mir vorbei. Zeichen der Herrschaft? Ja. Darf ich mal gucken? Okay. Nein, da ist der nächste Feuerstrahl schon unterwegs. Also würde ich sagen, müssen wir das Zeichen der Herrschaft nutzen, wofür auch immer. Tial Uda. Ach verdammt. Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Hat mich das jetzt getroffen? Oh ja, es hat mich getroffen. Es geht auf jeden Fall nur hier das zu und nicht das da hinten. Und es geht auch wieder auf. Das ist natürlich... Tja. Ist hier auch irgendwas? Ne, sieht nicht wirklich so aus. Ne? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal woanders. Und gehen uns auch nochmal heilen. Hallo, wo war denn der Durchgang? Hä? Hallo? Ist doof? Ach, hier. Gut. Sind wir hier also auch falsch? Zumindest für den Moment. Kann ich hier in das Wasser rein? Ja. Jäger Midé. Geht nicht? Jäger Midé. Nein, das reicht anscheinend nicht. Jäger Midé. Verdammt. Das ist natürlich doof. Warum klappt das denn da nicht? Finde ich jetzt aber schade. Stehe anscheinend nicht richtig im Wasser drin oder so, ne? So, mal hier. Okay. Also das hier ist auf jeden Fall im Wasser. Jäger Midé.
Ja, hier klappt's. Und dann nutzen, mal hier durchgehen. Mal sehen, vielleicht kommen wir ja hier sogar irgendwo hin. Wenn nicht, ich bin einfach nur neugierig. Zieht uns die Strömung? Nein, die Strömung zieht uns nicht. Oh. Das war aber jetzt ein gemeiner Trick. Dahinter ist auf jeden Fall ein Safe-Punkt. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man hier durch... Doch, das könnte fast bedeuten, dass man hier die Schleuse auch aufmachen kann. Aha. Da ist ein Zeichen der Herrschaft da hinten. Da werde ich aber von hier aus nicht ran können. Nein. Das ist bestimmt eine Wasserschleuse, die man aufmachen kann. Obe Kenu. Ne? Ja, wahrscheinlich von einer anderen Stelle oder so. Ja. Also noch woanders hin. Dann gehen wir mal hier weiter. Da wird mein Zauber blockiert. Und hier ist eine Tür. Och. Waren die auch vorher da? Ja, okay. Gibt aber auch wieder keinen Hinweis, wenn man da die Taste drückt. Alter, da kann ich nicht rein. Was können wir denn noch? Das sind aber unsere einzelnen einzigen Wege, ne? Ich das hier jetzt mal so hundertprozentig kapieren würde. Wir sind da. Das da ist eine Sackgasse. Das müsste ja dann, wenn das sein. Aber das kann ja gar nicht sein. Ne? Weil wir konnten ja hier rechts und links. Hier rechts und wieder rechts gehen. Ist Sackgasse? Ist das richtig? Da ist immer hier. Okay, die fliegen über meinem Kopf lang. Hier haben wir den Heilzauber gelernt. Da kommen wir dahin, wo wir Schaden kriegen. Rechts, rechts. Rechts, links. Bin ich denn wirklich zu blöd, Karten zu lesen oder was? Mein die. In die Richtung. Lume Tial. Na, hier sind wir wieder bei diesem Feuerding. Hier noch irgendwas übersehen? Muss doch was hiermit zu tun haben. Hier werde ich aber auf keinen Fall durchlaufen können. Guckt ihr euch an, wie das angeflitzt kommt. Und da ist auch kein... Ja doch, eventuell doch. Aber wofür kann ich das hier hoch und runter machen? Das muss doch Sinn haben. Obe Kenu.
Ne, kann ich nichts machen. Tialu da. Tialu da. Ja, das war zu spät. Tialu da. Oh, jetzt ist das dagegen geknallt. Habe ich da was von? Tialu da. Ich laufe jetzt hier einfach mal. Ha, da gibt es nämlich doch eine Ecke. Ha, 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 ha. Okay. Aber wofür kann ich das auf und zu machen? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Hm. Gibt es da noch einen Safe-Punkt? Ja, ich glaube, da ist wieder. Das ist nur etwas schlechter zu sehen. Nee. Tialu da. Verdammt. Tialu da. Dafür kann ich es auf und zu machen. Okay. Das erste war also nur zum Üben. Hier werde ich es dann auch wieder machen müssen. Und dann hoffe ich, dass ich beim nächsten wieder einen Safe-Punkt habe. Also eine Stelle, wo ich mich... Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das war doch ein bisschen weiter. Alles klar. Gut. Ja gut, da hätte ich jetzt vielleicht nicht zögern dürfen. Ja, ist dann halt eine Stelle, wo man sich ein bisschen mit durchfummeln muss. Das ist halt so, ist kein Problem. Hier lang. Da um die Ecke. Jetzt haben wir auch wieder volles Leben. So, hier um die Ecke. Und danke für den Nachladelack. Den kann ich hier an der Stelle allerdings überhaupt nicht gebrauchen. Komm, hör auf zu laden. Hör bitte auf zu laden. Wenn ich da durchrenne und diesen Ladelack kriege, dann habe ich ein Problem. Na mach schon. Danke. So. Tialu da. Okay. Puh, puh, puh. Tialu da. Alter. Das ist aber... Boah. Vor allem, wenn man das eventuell undeutlich ausspricht. Also nicht nur, dass man zu langsam sein kann, wenn man dann auch noch undeutlich ausspricht, eventuell, weiß ich ja nicht, ob das jetzt vielleicht auch noch zugetroffen hat, dann hat man an der Stelle aber ein echtes Problem. Okay, nochmal. Ist natürlich, tut mir leid für euch, dass ich hier jetzt immer auf das Nachladen warten muss. Aber ihr habt ja gesehen, guck mal hier, die Lachs, wenn ich das da beim Laufen habe. Meh. Da, guckt euch das an. Das für ein Lack war. Ein bisschen doof. Komm, hör auf zu laden. Ladezeiten auf Doom, würde ich sagen. Weil man könnte ja weiterspielen, nur bei meinem Rechner anscheinend nicht. Weiß ich nicht, ob das bei anderen vielleicht auch so der Fall ist. Naja, ich nutze das und trinke mal ein Schlückchen. Danke, ist fertig mit dem Laden. Meine Tasse Cappuccino ist auch fertig. Ja, okay. Dann go, 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 go und in die Ecke. Go, 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 go. Tialu da. Danke, hat ja super geklappt. Tialu da! Alter!
Nochmal. So ein ruhiges Spiel. Und dann hat man solche Stellen, wo man 10-mal durch muss. Na, vielleicht bin ich auch einfach nur zu unfähig. Das kann ja auch sein. Ah, und jetzt wieder das Laden abwarten. Das verstehe ich übrigens nicht. Also das ist ja jetzt kein Problem dieses Spieles, sondern generell fällt mir das bei allen möglichen Spielen auf. Warum lädt der jetzt so extrem lange in allen Scheiß nochmal nach? Das ist ja bei anderen Spielen auch oft so. Ne? Obwohl man da war. Man ist da gestorben. Das muss doch alles im Speicher sein. Nein, es wird alles neu geladen. Da frage ich mich, woran liegt das? Wenn das jetzt nur bei einzelnen Spielen wären, würde ich ja sagen, ja, das ist vielleicht falsche Programmiertechnik oder so, keine Ahnung. Aber da es bei sehr, sehr vielen Spielen so der Fall ist, wird das daran wohl nicht liegen. Ich meine, ich habe gewisse Programmiererfahrungen, aber nicht im Spielbereich, sondern im Webseitenbereich, PHP, von daher... So, lass mich hier raus. So. Tial Uda. So, komm vorbei und... Tial Uda. Alter. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Traue ich mich da runter zu springen? Na, der sieht ja verheißungsvoll aus da. Hier könnte man auf jeden Fall nochmal weiter, wo ich aber dann wieder einen Verpass kriege und dann bin ich eventuell wieder einen Verpass kriege und dann bin ich platt. Wenn ich hier runterspringe. Ja, komme ich auf jeden Fall nicht wieder hoch. Würde ich da hinten was lernen? Und auf der Seite? Hier. Also hier würde ich was lernen. Ach, ich hätte es auch von da oben gekonnt. Ah, na gut. Der Tümpel wird... Der Tümpel? Habe ich jetzt der Tümpel gesagt? Meine Fresse. Der Tempel wird noch immer von jemandem... bewohnt. Die Andachtstempel der Ordnung waren nicht immer verwüstete Orte. Vor langer Zeit kamen unzählige Gläubige hierher, aber es gab auch Kreaturen, die hier lebten, um ihnen und dem jeweiligen Tempel zu dienen. Diese Wesen kamen aus anderen Welten und es handelt sich bei ihnen nicht immer um vollkommen natürliche Wesen. Einige wurden speziell dazu erschaffen, um sich bestimmten Aufgaben zu widmen. Nach Jahrtausenden des Rückgangs haben wir wenige dieser Kreaturen überlebt und ihre Seelen haben durch all die Peinigungen, die das Leben in diesen mittlerweile verfluchten Orten mit sich brachte, großen Schaden erlitten. Moment mal. Sie müssen nun keinerlei Zweck mehr erfüllen und werden nur von ihrem Instinkt, dem Leid und ihrem Zorn geleitet. Unter diesen Bewohnern des Tempels sind die Säver? Sind die Säver die zahlreichsten. Alter, unter diesen Bewohnern des Tempels sind die Säver die zahlreichsten. Sie waren äußerst fleißige und flinke Arbeiter. Sie waren Lebewesen mit mechanischen Komponenten und dank ihrer drei Tentakel konnten sie auch sehr komplexe Aufgaben mühelos bewältigen. Drei Tentakel? Okay. Heute sind sie nur noch Bestien, die vor Pein verrückt geworden sind. Sie sind einfach zu erkennen und an ihren riesigen, senkrecht stehenden Mäulern mit Fangzähnen, hinter denen sich ihr leidendes Antlitz verbirgt. Oh Gott. Der letzte Schimmer an Verstand und Zivilisation, den sie hervorbringen, besteht darin, dass sie sich manchmal in Gruppen fortbewegen, was sie umso gefährlicher macht. Okay.
Da habe ich jetzt allerdings so eine kleine Befürchtung. Wir haben jetzt nichts gelernt. Ja doch, ja, wir haben was darüber gelernt, dass wir hier höchstwahrscheinlich noch Gegner kriegen. Herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich ja drüber.